Dann spiel doch hier mit. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ABC auf meinem Kanal. Ja, lange hat es gedauert und dieses Mal widme ich mich nicht nur einem bestimmten Spiel, sondern einer ganzen Konsole. Und zwar der altehrwürdigen, wundervollen PlayStation 1. Kommt mit mir in eine Zeit des Gamings, als man das Spiel einlegen und direkt loszocken konnte. Als Entwickler noch ihre Spiele fertigstellen mussten, denn nix war es mit nachträglichen Patchen. In eine Zeit, in der man Lösungen heimlich im Zeitschriftenladen las, weil man ums Verrecken nicht weiterkam. Lasst uns zurückreisen in die Zeit der PlayStation 1, ins Jahr 1994. Viel Spaß! Aber was auch geschehen wird, Otto finde ich gut. A wie Anfang einer Ära. Am 3. Dezember 1994 begann eine neue Ära in der Geschichte der Videospielwelt. Auch wenn es damals noch keiner so voraussehen konnte, erschien ein neuer Big Player im Gaming-Geschäft. Sony veröffentlichte in Japan die PlayStation. Heute spielen wir schon auf der PlayStation 5 und Sony gehört weiterhin zu den ganz Großen im Geschäft. Seit 27 Jahren versorgt uns der Konzern also schon mit Konsolen und den dazugehörigen Spielen. Eine lange Zeit. Ich hatte das Glück, jede einzelne zu besitzen und in der jeweiligen Zeit zocken zu können. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich auf der PlayStation mit Abstand meine längsten Spielzeiten habe. Ich sage es offen und ehrlich, ich bin ein Fan, schon seit etlichen Jahren. Und mit der PlayStation 1 hat alles angefangen. Eine legendäre Konsole, die nicht ohne Grund Millionen von Fans gewinnen konnte. B wie Brennen. Geiles Game, wie heißt das? Resident Evil, so ein Horrording. Mega geil. Hast ein Rohling? Dann brenne ich es dir. Du. Ja, du. Hey, du. Wer ich? Meinst du mich? Genau. Hast du auch gebrannte Spiele genutzt? Nun, ihr könnt es ruhig zugeben, gefühlt jeder hat schon mal gebrannte PlayStation-Spiele gespielt, denn durch einen Mod-Chip war die PlayStation dazu in der Lage. Und das war für Jugendliche, die wenig Geld zur Verfügung hatten, äußerst verlockend. Und so wurden auf den Schulhöfen fleißig gebrannte Spiele getauscht und für wenige Mark, ja, das war damals das gängige Zahlungsmittel, konnte man sich eine beachtliche Bibliothek an Spielen zulegen. Hör zu, komm näher. Muss ja nicht gleich jeder mitkriegen, nicht? Hier, sieh mal. C wie Controller. Dem Ursprungscontroller der PlayStation fehlte noch etwas ganz Wichtiges, die Analogsticks. Doch noch während der PlayStation 1-Ära veröffentlichte Nintendo den N64, dessen Controller genau solche zum ersten Mal einführten. Und Sony dachte sich, das ist ja eine feine Sache, und schwuppsdiwupps bekamen auch die Controller der PlayStation die praktischen Sticks spendiert. Auch eine Rumble-Funktion wurde nachgereicht. Und wenn wir uns die Nachfolger ansehen, so blieb sich Sony über die Jahre weitestgehend treu. Warum sollten sie auch großartig etwas ändern? Ich finde, die PlayStation 1 Controller liegen auch heute noch gut in der Hand. D wie Dinosaurier. Ja, Dinosaurier bei dem Buchstaben D, das hat mittlerweile schon Tradition beim großen ABC. Aber selten passte es so gut wie in dieser Ausgabe. Denn das D steht für eines der besten Dino-Spiele aller Zeiten, Dino Crisis. Was habe ich diese Games geliebt? Der erste Teil erinnert stark an das erste Resident Evil. Das ist auch kein Wunder, denn hinter dem Game steckt kein geringerer als der Erfinder von Resi, Shinji Mikami. Teil 2 aus dem Jahr 2000 ist eher auf Action ausgelegt und da ich erst Teil 2 gespielt habe und den Vorgänger erst viel später nachgeholt habe, ist dieser auch mein Favorit. Ihr landet durch ein Zeittor in einer prähistorischen Welt, in der euch Dinos ans Leder wollen. Von Minute 1 an gibt es Action nonstop. Ihr kämpft gegen Raptoren, einen T-Rex und sogar gegen Wassersaurier. Vom Sturmgewehr bis zum Raketenwerfer seid ihr waffentechnisch gut ausgestattet und legt auf eurem Weg unzählige der Urzeit-Echsen um. Die Grafik damals hat mich wirklich umgehauen und ich habe das Spiel unzählige Male durchgespielt.
Naja, ist jetzt nicht so schwer, es dauert nur knapp 5 Stunden. Trotzdem für mich eines der besten Spiele der PlayStation 1. Hey, Lady! Mach schon, gib Gas! Du machst mich hier draußen ja fertig! Jetmotor 2, mehr Spuren, mehr Kontrolle, höhere Geschwindigkeit. Nutzen Sie's aus! Und mach den Blinker aus! Los, ganz schnell. E wie erfolgreichstes Spiel. Eine kleine Quizfrage. Welches war das meistverkaufteste Spiel für die PlayStation 1? Na, eine Idee? Gar keine so leichte Frage, oder? Ich verrate es euch. Es ist Gran Turismo mit 10,85 Millionen verkauften Spielen. Wow! Nicht schlecht. Ich bin zu Gran Turismo erst auf der PlayStation 2 gekommen, habe auf der PlayStation 1 aber so manche Stunde in Ridge Racer gesteckt, eines der NOS-Spiele. Auch ein gutes Rennspiel, an die Klasse eines Gran Turismo kommt es aber nicht heran. F wie Frontschweine. Noch nie habe ich einen so traurigen Haufen gesehen. Schweine an die Macht. Wer kennt noch alles Frontschweine? Ein mehr als launiges Mehrspieler-Game, bei dem sich waffenstarrende, na, halt Schweine, gegenseitig aufs Fressbrett geben. Ihr Schweine! Das macht eine Menge Fun, Schadenfreude ist vorprogrammiert und erinnert stark an Worms. Allerdings spielt ihr Frontschweine in 3D, während die wahren Worms-Games immer noch in 2D am meisten Spaß machen. Wer also mal eine Alternative zu den kriegerischen Würmern sucht, schaut euch mal Frontschweine an. Ihr werdet es nicht bereuen. G wie Grandia. Grandia, Grandia. Ach, welch nostalgische Erinnerungen kommen bei mir mit diesem Titel. Ich bin nicht gerade dafür bekannt, viele Rollenspiele zu spielen, aber dieses Kleinod aus Japan hat mein Herz im Sturm erobert. Dabei kann ich noch nicht einmal sagen, warum genau. Es gibt typisch japanische Anime-Figuren, die zuckersüß und überzeichnet dargestellt werden, unzählige Dialoge und rundenbasierte Kämpfe. Viele rundenbasierte Kämpfe. Und trotzdem, dieses Game hat einfach was. Ihr spielt den jungen Justin, der sich mit seinen Freunden auf die Suche nach der verschwundenen Zivilisation Angelou macht. Dabei entdeckt ihr immer wieder neue, fantastische Orte, die mich mit ihrem Design direkt in ihren Bann gezogen haben. Jedes Dorf, jede Ecke dieser Welt ist einzigartig und toll dargestellt. Die Figuren des Spiels wachsen einem derart ans Herz, dass man automatisch mit der etwas verworrenen Geschichte mitfiebert, da man sich wünscht, dass alles gut wird. Das Spiel ist für damalige Verhältnisse auch ein ganz schöner Brocken. Es wurde direkt mit 2 CDs ausgeliefert und um die 30 Stunden Spielzeit könnt ihr rechnen. Mindestens. Ein traumhaft schönes Spiel, das ich wirklich jedem empfehlen kann. Die Nachfolge habe ich leider nie gespielt. H wie Hideo Kojima. Hideo Kojima steckt hinter dem Stealth-Game Metal Gear Solid. Stealth Mode. Meine Fresse, hat mich dieses Spiel Nerven gekostet. Fast so viel wie... Nee, ich sag's noch nicht. Aber der erste Ableger der unfassbar erfolgreichen Schleichserie Metal Gear Solid hat den kleinen Otto psychisch fertig gemacht. Diese permanente Anspannung, die Angst entdeckt zu werden... Das Spiel war wahnsinnig gut inszeniert und schon damals war es für mich fast wie ein spielbarer Film. Was man heute bei der Grafik kaum glauben mag, aber so war es. Die Spielmechaniken machten mir aber schwer zu schaffen, da ich noch nie etwas Vergleichbares gespielt hatte. Allzu weit bin ich leider nicht gekommen. Doch in guter Erinnerung bleibt mir das Game auf jeden Fall. Dann habe ich aber das Lager gewechselt. Sam Fisher in Splinter Cell war einfach mehr mein Ding. Was für geile Games. Und das war's für heute. Alles in ein Video zu packen wäre viel zu lang geworden. Nächsten Sonntag erscheint Teil 2 mit den Buchstaben I bis P. Ihr könnt derweil ja schon mal überlegen, was ihr für die einzelnen Buchstaben, die noch kommen, ausgewählt hättet. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Otto Normalo.